Jo Freunde, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews. Erster Teil findet ihr unten in der Videobeschreibung, und zwar über die GNE, die erste Operation. Heutiges Thema ist meine BMAX-OP vor 2 Wochen. Ich und Jennifer machen heute wieder ein Interview. Ganz viel Spaß dabei von mir und Jenny. So, check, geht los. Ich glaube, die erste. Ja, alles klar. Meine OP war am 13.06. und ist jetzt 15 Tage her. Was genau wurde bei dir gemacht? Bei mir war eine klassische BMAX-OP. Oberkiefer wurde vorverlagert, Unterkiefer wurde rückverlagert. Okay. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich war nur 2 Tage im Krankenhaus, was wirklich extrem krass ist. Dafür ist so eine krasse OP, aber 2 Tage. Wie ging es dir, als du nach der Narkose aufgewacht bist und dann so die ersten Stunden nach der OP? Hat sich dein Gesicht angefühlt? Also glücklicherweise habe ich keine Schmerzen gehabt. Ich habe direkt gefühlt, ob meine Lippen noch voll funktionsfähig sind. Waren sie auch. Ich habe da keine Schmerzen gehabt. Habe ich eigentlich nur ein bisschen benommen gefühlt. Also es war eigentlich alles gut. Also du hast anscheinend kein Taubheitsgefühl? Nein. Nirgendwo? Gar nicht im Gesicht und auch nicht im Ich glaube nirgendwo. Also Ich fühle alles wie vorher. Okay. Wie ist es mit deinem Zahnfleisch? Ist es da auch taub? Oder? Also Zahnfleisch oben war vor der OP noch taub von der ersten Operation. Na, GNE, also, ne? Genau. Mhm. Also ich glaube, dass da auch noch eine Weile lang taub sein wird, aber nicht so schlimm. Also es stört mich nicht im Alltag. Hattest du irgendwie andere Beeinträchtigungen? Hast du schwer Luft bekommen? Hast du Nasenbluten gehabt? Warst du fiebrig oder irgendwelche anderen Sachen, die dich sehr belastet haben im Krankenhaus? Also im Krankenhaus nicht so viel, da war nicht so schlimm. Da habe ich nur Kopfschmerzen sehr häufig gehabt nach leichten Anstrengungen. Das war auch, als ich aus dem Krankenhaus raus war. Nach kurzen Bewegungen habe ich direkt Kopfschmerzen bekommen. Das war so das Schlimmste, glaube ich, in der ganzen OP. Nasenbluten hatte ich in den ersten 3 Tagen auch immer jeden Morgen gefühlt nach dem Aufwachen. Ansonsten habe ich da eigentlich keine Komplikationen, außer eben die Schwellung, die ganz normal verläuft. Bei mir ziemlich gut, wie man sehen kann. Ja. Aber alles easy. Wieso trägst du keine Gummis nach dieser OP? Mein Chirurg hat mir gesagt, dass mein Kiefer so gut aufeinander passt, dass da keine Gummis notwendig sind. Er meinte auch, dass er erst 10 Tage nach OP entscheidet, wie und wann Gummis aufgetragen werden. Hat mich auch verwundert, weil die meisten Leute unter euch sehen bei den ganzen Videos, dass direkt nach der OP direkt Gummis eingesetzt werden, um den Kiefer eben in der Position zu halten. Habe ich auch gedacht. Bei mir allerdings ist es eben so, dass der Kiefer scheinbar so gut passt, dass scheinbar keine Gummis notwendig waren. Dass durch mein alleiniges Sprechen der Kiefer in der Position bleibt, wie er eben sein soll. Weißt du auch, warum du keinen Splint trägst oder Splinter, wie das heißt, das tragen ja auch irgendwie die allermeisten nach so einer OP? Ja. Also der Chirurg meint, der muss vorher angefertigt werden. Und ihm fällt es sehr schwer, den Kiefer richtig anzupassen, wenn der Splinter drin ist. Also dadurch entsteht eine Lücke hier vorne, weil der Splinter eben rausschaut. Und ihm ist es einfacher, ohne einen Splinter zu arbeiten. Wie sah deine Ernährung im Krankenhaus aus? Was hast du da genau bekommen? Dass das flüssig war, erklärt sich ja von selber. Was durftest du da zu dir nehmen? Also am ersten Tag habe ich eine Brühe bekommen aus Fett, Salz, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Das leckere Zeug. Richtig, genau. Am zweiten Tag habe ich so einen Brei bekommen. Hat ein bisschen nach Kakao geschmeckt, aber auch ganz gut eigentlich. Und dann kam ich auch schon raus und habe dann mich von super ernährt. Ich habe ab dem 3., 4. Tag schon angefangen, Babybrei so runter zu schlucken, einfach nur um irgendwelche Nährwerte reinzubekommen, weil ich halt gefühlt so gar nichts an Kalorien hatte. Wie erging es dir, als du aus dem Krankenhaus dann zu Hause warst? Wie ging es dir denn gesundheitlich und auch mental? Jeden Tag ein bisschen besser. Natürlich ist mental so das Schwierigste, wenn man eben gar nichts machen kann und so viel Zeit hat. Das ist so, muss man mit klarkommen. Wenn man das aber hinter sich gebracht hat, weil das Ganze eben nur temporär ist, dann muss man sich irgendwie auseinandersetzen, dass das Ganze eben nicht für immer ist. Es ging dir auch relativ, denke ich, sehr, sehr gut, dass du auch nochmal eigentlich da nicht ganz so stark belastet bist, wie vielleicht jemand, der wirklich nur liegen kann. Richtig. Wo der Kreislauf gar nicht mitmacht, also hattest du ja alles nicht, ne? Ich konnte halt die ersten 4 Tage nur liegen und dann irgendwann konnte ich mich jeden Tag ein bisschen mehr bewegen. Also es war wirklich nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. Wie lange bist du vom Chirurgen krankgeschrieben? Also aktuell noch 3 Wochen. Also 3 Wochen nach OP. Durchschnittlich sind es 6 Wochen, dass die Menschen krankgeschrieben werden nach so einer BMAX-Operation. Bei mir wird es eben immer erneuert, je nachdem, wie es mir dann aktuell geht. Ich kann selber entscheiden, ob ich nach 4 Wochen wieder anfangen will zu arbeiten oder nach 5 Wochen. Das wird dann entschieden, je nachdem, wie es mir geht.
Wie, du musstest ja bei dieser OP auch wieder einen Kostenantrag stellen. Ja. Wie lange war der irgendwie anders oder war es praktisch dasselbe? Also es hatte wahrscheinlich die KFO wieder gemacht oder der Chirurg. Oder KFO und wie lange gemacht. Hast du darauf gewartet? Also bei der Operation war das ja auch alles sehr kurzfristig. Ich glaube, es ging alles sehr schnell. Ich glaube, 4 Wochen musste ich nur warten, bis ich den Antrag gestellt bekommen habe. Es geht wahrscheinlich auch schneller, weil man schon mal den ersten Antrag hat. Das kann gut sein, dass man da ein bisschen anders gelistet ist in der Krankenkasse. Wie oft war deine Kontrolle in den letzten 15 Tagen und bei welchem Arzt warst du wie oft? Ich war bei meinem Chirurgen 4-mal, also 4 Kontrollbesuche und einmal bei meiner Kieferorthopädin, aber nur bezüglich der Gummis und wie der Kiefer eben aussieht. Wie war das Feedback von den jeweiligen Ärzten? Also jeweils sehr gut. Besonders meine Kieferorthopädin hat hervorgehoben, dass so wie ich vor ihr sitze, 2 Wochen nach der Operation, hat sie, glaube ich, noch nie gesehen, dass jemand sich so gut schon artikulieren kann, so gut schon sich im Alltag bewegen kann. Das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall. Und halt auch die Schwellung. Man könnte ja schon fast denken, du hattest gar keine OP wirklich gehabt. Also das ist ja auch... Ja, also das ist wirklich sehr gut abgeheilt. Hattest du irgendwie in der Zeit jetzt schon eine Lymphdrainage oder irgendwas, was die Schwellung... Ich hatte eine Lymphdrainage vor kurzem, ja. Okay. Einen sehr positiven Heilungsverlauf hast, wirst du, denke ich, auch irgendwie Maßnahmen ergriffen haben, die das wahrscheinlich noch positiv beeinflussen. Kannst du da uns vielleicht sagen, wie, was du extra noch getan hast? Hast du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel genommen? Wie war deine Flüssignahrung bisher? Also ich muss sagen, ich ernähre mich generell sehr entzündungshemmend. Also ich trinke keine Milchprodukte, ich nehme kein Fleisch zu mir seit mehreren Monaten. Das ist sehr positiv wahrscheinlich dafür ausgelegt. Wie geht es dir allgemein heute? Allgemein heute, wie man sehen kann, ich fühle mich nahezu wie einen Tag vor der Operation. Also da ich ja sowieso noch nie schwellungsfrei war von der GNE, fühle ich mich eigentlich fast schon so wie einen Tag vor der Operation, was meine Physis angeht. Kannst du sagen, wie sich der Biss irgendwie anfühlt, auch wenn du jetzt natürlich noch nicht kauen kannst, aber wie fühlt sich irgendwie die ganze Stellung für dich an? Es ist sehr ungewohnt, also da ich noch nie neben das normalen Biss hatte, ich kann es noch nicht sagen, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich an, als ob mein Kiefer schon immer in der Position sein wollte, aber nie sein konnte und jetzt kann ich endlich so zubeißen, wie ich eben immer zubeißen wollte. Also es fühlt sich wirklich gut an. Ich weiß ja, dass du heute zur Kontrolle bei dem Chirurgen warst. Ja. Was hat er dir denn so Tolles erzählt? Also zuallererst darf ich ab heute Nacht Gummis tragen, endlich, zum Haltung des Kiefers. Wie lange? Soll ich jetzt einfach mal 4 Wochen tragen, einfach nur 4 Wochen nachts tragen und dann schauen wir mal, wie das Ganze entwickelt. Das ist ganz easy. Und ich darf ab morgen, laut Aussage des Chirurgen, sprich 16 Tage nach OP, anfangen mit weicher Kost, wie zum Beispiel Nudeln. Easy. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt nicht so lang wie das letzte Video, aber man muss auch sagen, dass meine Operation wirklich extrem gut verlaufen ist. Ich habe natürlich extrem viel nebenbei getan, dass die OP für mich persönlich so gut verläuft. Ich habe zum Beispiel jeden Tag, seit 90 Tagen, trinke ich jeden Morgen Selleriesaft. Und Selleriesaft ist wirklich so mein mitbestes Teil, was ich jeden Tag mache, weil wirklich, das nimmt so viele Entzündungen aus dem Körper raus. Auch die Akne hat mir extrem krass geholfen bezüglich der Operation, die ganzen Entzündungen, die dabei entstehen im Kiefer. Und die Wunden sind wirklich abgeschwollen, wie nichts, wie man mir extrem gut sehen kann. 16 Tage nach OP sind es morgen, heute 15 Tage. Nebenbei nehme ich auch noch alles mögliche Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme Omega-3, Calcium, Eisen, ich nehme Hyaluron, ich nehme Vitamin D3, ich nehme K2. Wenn ihr das nehmen könnt und euch leisten könnt, probiert das wirklich aus. Was ich wirklich jedem empfehlen kann, Selleriesaft ist wirklich mein Way to go. Also ich presse wirklich seit 90 Tagen jeden Tag mit einem Entsafter. Ich kann euch mal unten, wenn ihr wollt, einen Entsafter verlinken, den ich benutze von Philips. Seit 90 Tagen, jeden Tag Selleriesaft, das hat mir wirklich extrem gut geholfen. Ansonsten kann ich euch wirklich nur alles Gute wünschen. Mir hat es wirklich geholfen. Ich hoffe, euch hilft es auch. Ihr schafft das schon. Und Jennifer, hast du irgendwas zu sagen dazu? Also ich habe seinen Selleriesaft mit ein bisschen Gurke auch probiert. Ist auf jeden Fall super lecker und ich gehe stark davon aus, dass es auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass das alles so positiv verlaufen ist. Es ist natürlich jetzt kein Garant dafür, dass bei mir vielleicht die OP doch negativer verläuft, aber ich denke mal, es unterstützt trotzdem den Abbau von den entzündlichen Prozessen. Es unterstützt die Heilung und ich werde mir auf jeden Fall diesen Entsafter auch kaufen. Und alles, was wir hier sagen, sind auch nur Empfehlungen, Freunde. Wir können euch nur empfehlen, was wir gemacht haben, was uns geholfen hat, diese Operation durchzustehen und hoffentlich euch auch helfen wird. Alles klar, Freunde. Ciao. Ciao, ciao.